Und herzlich willkommen zu einem neuen Lesefreitag. Ja, wer meinen Lesefreitag letzte Woche gesehen hat, der weiß, dass ich morgen Geburtstag habe. Und deswegen dreht sich der ganze Tag eigentlich um die Vorbereitung. Ich werde heute sauber machen. Die erste Waschmaschine habe ich schon angestellt. Dann werde ich zwei Sachen heute backen. Manu hilft mir heute Abend und backt das dritte. Der kann das auch besser als ich. Dem schmeckt das nämlich nicht, wenn ich das backe. Und deswegen muss der das jetzt immer backen. Und ansonsten zeige ich euch mal, was ich gestern für ein Buch beendet habe, was ich jetzt so vorhabe zu lesen. Das ist der Plan für dieses Video. Zu Rossmann wollen wir nachher mit Svea auch noch gehen. Ja, wir sind vor einer Dreiviertelstunde ungefähr aufgestanden. Manu ist schon auf Arbeit, wir sind im Kindergarten. Svea spielt drüben ein bisschen, ich habe gerade gefrühstückt. Und das waren so die groben Facts fürs Erste. Genau, ich freue mich auf meinen Geburtstag morgen. Ich feiere gerne meinen Geburtstag. Und zwar feiere ich nachmittags mit meiner Familie zum Kaffee trinken. Dann kommt Svea halt ins Bett, ne? Die geht ja noch rechtzeitig ins Bett. Und danach kommen dann Manus Eltern zu uns zum Abendessen. Und ich kann euch ja mal sagen, was ich mache. Und zwar mache ich heute einen Makronen-Apfelkuchen. Ich musste auf meine Liste schielen. Manu macht Cookies. Und ich mache noch kleine Tannenbäumchen. Seht ihr ja dann alles so ein bisschen. Und zum Abendbrot gibt es morgen gefüllte Süßkartoffeln. Ich liebe das. Und ich mache zum ersten Mal Butterbier morgen Abend. Harry Potter-Style. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Möchtest du was frühstücken? Er kommt schon in die Küche gekrabbelt. Also nehme ich mal an, sie möchte was essen. Bis später. Svea habe ich gerade zu ihrem Vormittagsschläfchen hingelegt und jetzt geht es an die erste Backaktion. Ich zeige euch dann das fertige Ergebnis auf jeden Fall. Das filme ich auch ab und das seht ihr dann im Dezember auf meinem Hauptkanal, falls euch interessiert, wie ich das gemacht habe. Los geht's! Ich lese übrigens immer noch dieses Buch hier. Das wird sich auch noch eine Weile hinziehen, weil man muss das wirklich in Ruhe lesen. Das, was man gelesen hat, auch verarbeiten. Aber es wird bald eine Rezension dazu geben. Ich kann es euch sehr empfehlen und ich finde es auch super als Geschenkidee zu Weihnachten, nur schon mal so. Weil das ist wirklich was für jeden. Vielleicht auch gerade für Leute, wo man nicht so genau weiß, was man schenken soll. Es ist jetzt kein großes Geschenk, es kostet, glaube ich, genau 10 Euro. Das ist mal was für Freunde, für Arbeitskollegen, für Nachbarn oder auch für die Schwiegermutter, wenn man nichts weiß. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Es spricht, glaube ich, sehr viele Leute an. Wird jedem Menschen auf der Welt helfen, der es liest, auf jeden Fall. Und ja, das wollte ich nur sagen, dass ich das auch schön finde zu Weihnachten. Ich werde nämlich ein Exemplar zum Beispiel zu Weihnachten verschenken, weil mir das sehr gut gefallen hat. Aber wie gesagt, eine Rezension dazu wird es irgendwie nächste Woche vielleicht oder so. Ich weiß noch nicht, mal schauen, dazu noch geben. Ja, und wenn wir gerade mal so bei Büchern sind, also ich habe gestern Abend das hier beendet. Das hatte ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Das Leben ist keine To-Do-Liste. Das ist mein heiliger Gral. Wirklich, lest es alle unbedingt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch so sehr empfehlen wollen wie dieses hier. Es ist super wichtig, dass das jeder liest, dass sich jeder zu Herzen nimmt, was da drin steht. Es hat nichts Esoterisches, kein Bestell dir deinen Parkplatz im Universum-Ding. Gar nicht. Es ist super realistisch, super toll. Ich liebe, liebe, liebe es. Auch dazu gibt es bald eine Rezension. Aber ich wollte euch schon mal sagen, dass ich es mega geil gefunden habe. Dann ist gestern mein Adventskalender angekommen. Und zwar habe ich dieses Jahr wieder den Apfel-, Zimt- und Todeshauch-Adventskalender. Das ist der Krimi-Adventskalender von Ars Vivendi. Es gibt jedes Jahr neun. Ich hatte 2014 meinen ersten. Das ist jetzt quasi mein zweiter. Und da sind halt hier hinten, seht ihr das? Solche Kugeln drin. Und da steht halt immer ein Teil der Geschichte dann drauf. 24 Stück gibt es. Und die kann man dann auch an den Adventskalender, an den Weihnachtsbaum hängen. Was wir wahrscheinlich dieses Jahr sogar tun werden, weil wir komplett auf Weihnachtskugeln verzichten. Es wäre noch so klein, da würde wahrscheinlich vieles kaputt gehen. Und deswegen haben wir gesagt, kommen dieses Jahr keine Kugeln an den Baum, sondern nur Dinge, die eigentlich nicht kaputt gehen können. Wir basteln auch ganz viel mit Vince selber. Und ja, das ist mein Adventskalender dieses Jahr. Den kann ich euch gerne noch mal unten in der Infobox verlinken. Und heute werde ich mit diesem Buch hier weiterarbeiten. Ich hatte das auch schon mehrmals in die Kamera gehalten. Das ist von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand.
Und ich war an einem bestimmten Punkt in einem Buch angelangt, wo ich erstmal eine Frage quasi, die er in den Raum geworfen hat, beantworten musste. Und es hat eine Weile gedauert, darüber nachzudenken, mir darüber klar zu werden. Und jetzt erst kann ich mit dem Buch weiterarbeiten, wo ich quasi diese Frage beantwortet habe. Und es ist halt wirklich so ein Buch, das liest man nicht so hintereinander weg. Da muss man mal eine Pause machen, drüber nachdenken. Man muss sich mal hinsetzen mit Stift und Papier und was machen. Und heute weiß ich, dass ein Teil mit Stift und Papier angesagt ist. Deswegen werde ich das heute über den Mittag so ein bisschen machen, während Svea schläft. Und was ich aber als nächstes so als Buch wirklich lese, ist Frostglut von Jennifer S. Tapp. Das ist jetzt der vierte Teil der Mythos Academy. Ich will die noch dieses Jahr fertig lesen. Ich habe ja alle Teile schon zu Hause und bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und werde jetzt also mit dem vierten Teil weitermachen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt 4, 5 und 6 hintereinander weglese oder ob ich nochmal ein anderes Buch dazwischen schiebe. Das entscheide ich dann so ein bisschen spontan, aber ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Da hinten seht ihr übrigens die Maze Runner Reihe. Die werde ich dann lesen, wenn ich die Mythos Academy Reihe beendet habe. Das da ist noch ein Geschenk, was ich einpacken muss. Genau, Svea macht noch ihr Vormittagsschläfchen. Die hat nämlich eine ganze Weile gebraucht, ehe sie eingeschlafen ist. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich noch eine Kurzgeschichte aus diesem 52 Impulse Buch lesen oder eventuell auch schon damit anfangen. Muss ich mal schauen. Und wenn sie dann wach ist, werden wir erstmal einen Abstecher zu Rossmann machen, weil ich brauche noch so ein paar Kleinigkeiten. So, das erste Gebackene ist fertig. Das sind meine Tannenbäume. Es ist noch nicht ganz Weihnachten, aber ich fand das so süß und wollte das unbedingt ausprobieren. Genau, abgedreht habe ich das Ganze auch. Das könnt ihr euch dann sehr gerne im Dezember auf meinem Hauptkanal ansehen. Übrigens habe ich mir letzte Woche Inferno angesehen und dachte, ich erzähle mal so ein bisschen was darüber. Ich habe alle Dan Brown Bücher gelesen und Inferno war das, was mir am wenigsten gefallen hatte. Deswegen hatte ich jetzt nicht so große Erwartungen an den Film. Ich war halt einfach gespannt. Das Ding ist, wenn man das Buch schon vorgelesen hat, weiß man, welche Person was im Schilde führt. Und es ist natürlich nicht mehr ganz so spannend. Man weiß, was kommt wann. Und ja, ich glaube, Leute, die das Buch nicht gelesen haben, werden den Film auch besser finden, weil es für die spannender ist. Es gab ein paar kleine Änderungen zum Buch, aber das hat man ja meistens so. Zum Glück ist es auch schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, dass es nicht so nah aufeinander ist. Und das Ende war anders, meiner Meinung nach. Ich kann es nicht nochmal nachlesen, weil ich das Buch mittlerweile nicht mehr habe, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Besitze ich das nicht mehr. Und wir waren mit ganz vielen Leuten und drei von uns hatten das Buch gelesen. Meine Schwiegermama sagt, das Virus wurde im Buch freigelassen. Ihre Freundin sagt, das Virus wurde eingedämmt. Ich bin der Meinung, das Ende des Buches war so geschrieben, dass man selbst als Leser hineininterpretieren konnte, wurde es freigelassen oder nicht. Schreibt mir gerne, falls ihr das noch wisst und wie das eurer Meinung so war. Alles in allem fand ich, war es nicht nur das schlechteste Buch aus dieser Reihe, sondern auch der schlechteste Film. Es hat mir wirklich nicht gut gefallen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass mir das thematisch nicht so gelegen hat, wie jetzt die anderen Sachen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein guter Film, den man sich gerne mal zu Hause angucken kann. Ins Kino muss man, glaube ich, dafür jetzt nicht unbedingt. Ich fand es jetzt nicht so überragend gut. Schreibt mir gerne, wie ihr den Film gefunden habt, wie ihr vielleicht auch das Buch gefunden habt. Ich meine, vielleicht ist für den einen oder anderen sogar das liebste Buch aus dieser, ich nenne es mal, Reihe von Dan Brown. Aber wie gesagt, mir hatte das Buch schon nicht so zugesagt und der Film leider noch weniger. Das ist jetzt mein Makronen-Apfelkuchen. Es ist so ein kleines bisschen dunkel geworden, aber ich denke, es geht noch. Ich habe mich genau an die Backzeit nämlich gehalten. Ich habe das Rezept übrigens von Chefkoch. Und Manu, der backt jetzt noch Subway-Cookies abends um 10, was man halt da so macht. Und damit beende ich meinen Vlog und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!